In ein paar Tagen ist nämlich Weihnachten und da haben wir uns überlegt, dass wir heute mal wissen wollen, wer von unseren Jungs nicht nur Talent am Ball hat, sondern auch am Backblech. Deswegen heute mit Cello, Luca und David. Und die drei haben sich ein bisschen Hilfe zur Hand geholt. Vielleicht stellt ihr einmal eure kleinen Helferinnen vor. Ja, also ich habe hier auf jeden Fall den Eddie bei mir und den Tide und ich glaube, wir rocken das zu dritt. Ich habe einmal Kreta und Fine an meiner Seite und ja, wir werden es auch auf jeden Fall rocken. Und ich habe hier Finn und Florentine bei mir. So, und das Ganze wird eine kleine Challenge, das heißt, ihr drei Teams tretet gegeneinander an. Jeder von euch hat zwei tolle Rezepte auf dem Tisch liegen. Einmal haben wir von Edeka Zimtstern und einmal haben wir vegane Sesamcracker von Follow Food, die ihr jetzt nachbacken dürft. Und für denjenigen, der am Ende von unserer lieben Jury, die besteht nämlich aus unseren lieben Expertinnen von Edeka und Follow Food, die dann am Ende entscheiden, wer am besten gebacken hat. Und der Verlierer des Ganzen, für den gibt es noch eine kleine Aufgabe heute, aber dazu kommen wir später. Ihr dürft euch gerne schon mal an eure Stationen verteilen. Die Zutaten, die wir für die Zimtsterne brauchen, sind eine halbe unbehandelte Orange, eine Vanilleschote, zwei Eiweiß, zwei Teelöffel Zitronensaft, drei Esslöffel Ahornsirup, 200 Gramm Mandeln gemahlen, 50 Gramm Haselnüsse gemahlen, 100 Gramm Kokosblütenzucker und drei Teelöffel Zimt. Okay. Genau. Für die Glasur brauchen wir dann noch ein Eiweiß und 150 Gramm Erythrit. Super, das heißt, das findet ihr dann alles hier auf euren Tischen, aber weil ihr ja gegeneinander antretet, haben wir dann noch einen kleinen Zaubertisch vorbereitet, wo ihr dann noch ein paar Geheimzutaten findet, womit ihr euren Teig noch ein bisschen verfeinern könnt, damit ihr am Ende vielleicht ein bisschen besser seid als das jeweils andere Team. Ist es soweit klar? Ja. Seid ihr alle bereit? Ja! Müssen wir alle noch mal Hände waschen? Ja. So, und jetzt mit sauren Händen würde ich sagen, auf die Plätze und fertig, los! Okay. Ein super Start. Okay. Wichtig ist, dass wir gleich so tun, als wären wir total zufrieden, dass wir wirklich so ausstrahlen, ey, alles hat geklappt, was wir funktioniert haben, was wir probiert haben. Meine Cola ist weg. Außer, dass die Cola weg ist, hat alles funktioniert. Bevor wir die Glasur hier drauf geben, sieht das ganz gut aus so, oder? Sieht hervorragend aus. Das ist ein bisschen der Strebertisch hier auch. Nee, sind wir nicht, weil tatsächlich, wenn man das Rezept richtig gelesen hätte, das muss, bevor man aussticht, auf die Zimtsterne drauf. Aber da machen wir das jetzt halt im Nachhinein. Aber solange die Masse gut aussieht. Ja. Soll ich hier reinmachen? Ja, dann Applaus für die erste Gruppe. Dann hoffe ich, dass es euch Glück bringt. Alles gegeben hier. Das hier. Erste Runde geschafft. Die Zimtsternchen sind im Ofen. Wie ist euer erster Eindruck? Habt ihr das alle gut hinbekommen? Ja. Kinder sind schon mal. Es war abenteuerlich, aber am Ende sah es ganz gut aus. Ich muss auch sagen, meine zwei haben es sehr, sehr gut gemacht, haben mich auf jeden Fall mitgetragen beim Backen. Ja, bei uns war viel Chaos, aber ich glaube, am Ende kommt es darauf an, wie das Ganze schmeckt. Und da sind wir, glaube ich, sehr weit vorne. Okay, dann haben wir schon die Plätze wieder neu hergerichtet. Denn wer möchte vorlesen, was als nächstes gebacken wird? Oh, hier, die war am schnellsten. Vegane Sesamcracker. Genau, vegane Sesamcracker. Ihr habt Alex und den Levin von Follow Food dabei, wenn ihr mal Hilfe braucht, wenn ihr zum Beispiel eine Zutat nicht erkennt oder so. Die beiden sind die Experten. Wenn ihr bereit seid. Auf los geht's los. Kann's weitergehen. Let's go. Sonderaufgaben. Thank you.
Cello. Wir machen hier absolute Guck mal, David. Boah, das sind aber dicke Cracker. Ich weiß, ich meine nur, dass der Mann dann dippt und der schneidet irgendwie die Sachen zu. Es ist vollbracht, alle Kekse sind gebacken. Jetzt darf unsere Jury entscheiden. Du bist natürlich nicht Teil der Jury, das wäre ja ein bisschen parteiisch. Genau, das heißt, ihr drei seid jetzt das Zünglein an der Waage. Ihr wisst nicht, wer hier was gemacht hat. Das heißt, ihr probiert jetzt einfach, bewertet jeweils einmal die süßen Kekse und einmal die Cracker und vergebt immer den Platz 1 bis 3. Der erste Platz kriegt immer 3 Punkte, der letzte Platz dann entsprechend 1. Dann schauen wir mal. Aber erst im Endeffekt muss ja jeder von jedem einen, ne? Okay. Ja, genau. Das heißt, ihr müsst durchtauschen. So ruhig war es heute den ganzen Tag hier. Alle sind gespannt. Das ist tatsächlich mega lecker. Also der ist auch sehr gut. Den müsst ihr auch gleich mal noch probieren. Hätten wir alle gleichzeitig den gleichen essen sollen. Ja, das war gerade echt. Ja, ich schmeckt auch nicht. Ja. Doch, aber wir mussten. Ich wollte ihr sonst mit dem Namen. Also der ist bei euch muss man ja aufpassen, dass ihr hier nicht bestecht oder so. Ihr bleibt schön weg. Ich hab schon ein Kick gegessen. Also meine Nummer 1 ist der Doppeldip Crackers, weil er sehr crackerig ist und vom Gesamten einfach am besten geschmeckt hat. Auf Nummer 2 würde ich den hier packen, aufgrund auch der Kreativität. Und dieses süße Auge hat dem ganzen Salzigen noch so einen kleinen Kick gegeben. Und auch der dritte hat super lecker geschmeckt. Ich hoffe, es ist keine traurig. Es war wirklich ein Kopf an Kopf rennen. Aber 1, 2 und 3. Ich glaube, dem können wir nicht großartig mehr viel zufügen, außer dass wir die Reihenfolge, glaube ich, also zumindest ich, komplett mitgehe. Bin ich voll bei dir. Super Kreativität mit den beiden Dips auf dem einen Cracker. Und die waren auch tatsächlich die Cracker. Mhm. Also sehr gut gemacht. Sie hatten die super Biss, gemacht, sie hatten die, auch die, das Salzige drin. Aber alle insgesamt alle sehr lecker, ja. Hab die ganz sagen. Ich sehe hier unten schon so ein paar freudige und traurige Gesichter, aber ganz entspannt. Süße Kekse kommen ja, ne? Also genau, deswegen. Also der Geruch ist ganz hervorragend. Das mit dem Eiweiß, das üben wir noch mal ein bisschen da oben drauf. Aber das ist auch wirklich, das ist ja Next Level Backen, ne? Das ist ja wirklich schwierig. Das machen ja sonst die Sternebäcker. Die sind so ein bisschen matschig und das finde ich großartig. Ja, das stimmt. Die sind nicht so trocken. So klitschig. Sie gehen ein bisschen im Mund dadurch. Echt lecker. Mm. Und der Eischaum ist so, hat auch dieses... Also davon würde ich mir gerne welche mitnehmen. Ui, das klingt schon mal gut. Mal gucken, ob die zweiten auch so begeistern. Ja, probieren wir mal. Mmh, die möchte ich auch mit nach Hause nehmen. Mhm. Mal gucken, ob die genauso mithalten oder vielleicht noch besser sind. Die sehen noch ein bisschen einheitlicher aus. Die haben auf jeden Fall am meisten Backfarbe. Aber da ja, stimmt. Kann natürlich jetzt auch keiner was machen. Die sind auf jeden Fall mehr durchgebacken. Mhm. Auch sehr lecker. Und trocken. Hm. Aber manche mögen ja trockene Kekse. Ey, das ist echt extrem schwer hier, da eine Entscheidung zu treffen. Oh. Ja. Der erste war einfach für mich der Beste. Ja, ich auch. Obwohl ich da keinen Zimtstern hatte, sondern Zimtelch. Aber geht auch. Oder ein Hirsch. Oder ein Fuchs. Und den zweiten, den ich gegessen habe, der war nah dran. Aber der dritte hatte noch mal ein bisschen was anderes. Ein bisschen mehr Festigkeit und ist dann im Unterschied irgendwie größer. Deswegen habe ich den auf den zweiten gewählt. Also die 3 auf die 2. 3 auf die 2 und die 2 auf die 3. Okay, bei mir ist es genau in der Reihenfolge, wie ich sie gegessen habe. 1, 2, 3. Ah, okay. Spannend. Ich war tatsächlich, ich fand den mittleren und den zweiten am besten. Ich fand das schön, einfach das Gefühl im Mund. Und ja, und auf zweiter Stelle sehe ich das natürlich ein sehr knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, die Nummer 1 und dann die Nummer 3. Hey Jungs,
Ich finde, ihr habt das alle super gemacht. Ich hätte euch gerne alle gewinnen lassen, aber es ist ja ein fairer Wettbewerb. Es muss einer auch verlieren. Luca, jetzt hat es dich getroffen. Und ich habe ja am Anfang angekündigt, wir haben was Kleines vorbereitet. Und wir haben heute zufälligerweise einen Mitarbeiter-Weihnachtsmarkt unten aufgebaut. Das heißt, alle MitarbeiterInnen des FC St. Pauli sind da unten versammelt. Und ich glaube, die würden sich freuen, wenn du dem eine kleine Rede hältst. Eine kleine Rede. Eine kleine Ansprache. Kleine, lange. Wenn da ein Gedicht bei rausspringt, ist das auch okay. Okay, bekomme ich hin. Ja. Kein Problem. Super. Ja, ich habe die Ehre, eine kleine Rede zu halten, weil ich gerade beim Backen mit den Rabauken verloren habe. Deshalb wollte ich einfach nur kurz sagen, schön, dass ihr alle da seid und auf in eine erfolgreiche Rückrunde.